Willkommen Leute zu einer weiteren Folge von meinen Pazifismus-Runs und zwar dieses Mal zu einem ziemlich heftigen, denn es geht heute um Glurak, also eines der beliebtesten Pokémon aller Zeiten in Pokémon Rot. Ich denke neben Pikachu und Mewtwo oder so ist es wohl das bekannteste Pokémon, das jemals existiert hat und es wurde schon unzählige Male unter meinen Videos vorgeschlagen. Und ich habe ja sogar schon Turtok und Bisasflor gemacht im Pazifismus und ihr habt lange gewartet, dass ich Glurak mal probiere. Es gibt aber natürlich hier ein paar Schwierigkeiten. Glurak ist ein Feuerflug-Pokémon mit einer Basiswertsumme von 534. Und es hat sogar eine Init von 100 und wird deswegen in der ersten Gen extrem häufig kritten. Und es lernt sogar später unter anderem die Attacke Schlitze. Man muss aber leider dazu sagen, der physische Angriff von Glurak ist nicht der beste und der Bulk könnte auch ein bisschen heftiger sein. Aber das Hauptproblem ist das folgende. Man startet diesen Run hier mit Kratzer, Heuler, Glut und Silberblick. Und die erste Arena ist die von Rocco. Ich denke, ihr könnt euch selbst ausrechnen, warum das eventuell ein Problem ist. Es geht aber noch weiter. Glurak kann in der ersten Generation keine einzige Flugattacke lernen. Außer in Pokémon Gelb, da kann es Fliegen bekommen. Wir spielen aber Rot und Blau. Selbst Flügelschlag ist nicht erhältlich. Die einzige richtige Coverage, die Glurak lernen kann, sind einige Bodenattacken und ein paar Kampfmoves und so. Und das war's dann auch schon. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, ich darf im gesamten Run heute nur Pflichtkämpfe machen, also optionale Kämpfe, beispielsweise gegen Trainer oder in der Wiese, sind komplett verboten. Das einzige optionale Training, was theoretisch erlaubt ist, sind Rare Candies, die ich halt in der Region finde, die darf ich aber auch nur nutzen, als absolut letztes Mittel, wenn es sonst nicht weitergehen würde. Und für Rocco kann man gar keine finden, das kann ich jetzt schon mal dazu sagen. Bevor wir jetzt aber loslegen, noch ein paar Infos zu meinem heutigen Sponsor und das ist dieses Mal Hero Wars. Hero Wars ist ein episches Online-Fantasy-RPG-Game mit diversen PvP-Modi, mehr als 100 Millionen Spielern weltweit und 4 Millionen Community-Mitgliedern, also das Spiel ist ziemlich groß. Es gibt derzeit mehr als 50 verschiedene Helden, deren einzigartige Fähigkeiten euch dabei helfen können, Dominion, also die Welt von Hero Wars, zu erkunden. Und ihr könnt eure besten Helden zu einem Team vereinen und mit vereinten Kräften sehr, sehr starke Bosse besiegen. Und dabei könnt ihr euch halt entweder dazu entscheiden, die Kampagne zu spielen, mit mehr als 130 Missionen, oder ihr versucht die 6 verschiedenen Spielmodi aus, die Hero Wars so zu bieten hat. Und zu denen werde ich jetzt ein bisschen was erzählen. Da gibt es die Arena, in der ihr gegen andere Spieler auf einem Server kämpfen könnt. Es gibt das Luftschiff, bei dem ihr Helden auf Expeditionen schicken müsst und Artefakte verbessern könnt. Die Scherbenwelt, wo ihr gegen 3 verschiedene Bosse kämpfen könnt, die besondere Immunitäten und Strategien besitzen. Den dunklen Turm, wo ihr jeden Tag schreckliche Feinde bekämpfen müsst, um das nächste große Stockwerk zu erreichen. Die große Arena, bei der 3 ganze Teams gegeneinander antreten. Und zu guter Letzt auch noch die Gilden. Und dort könnt ihr euch entscheiden, einer Gilde beizutreten und mit dieser könnt ihr dann die himmlische Stadt besuchen, um mächtige Titanen zu beschwören, Dungeons zu erkunden, Gildenkriege auszufechten oder sogar gegen die Hydra anzutreten. Das sind durchaus extrem viele verschiedene Spielmodi, vor allem noch zusammen mit der Kampagne, die es halt wie gesagt auch noch gibt und ich kann euch garantieren, dass es dadurch immer was zu tun geben sollte und es sollte euch auch niemals langweilig werden können. Und außerdem gibt es noch jede Woche viele Events, die noch mehr Möglichkeiten und noch mehr Features mit sich bringen. Ihr könnt also jetzt direkt ins Spiel einsteigen und erhaltet sofort 5 starke Helden, 600 Smaragde und 30.000 Gold. Ladet euch Hero Wars einfach über den QR-Code runter oder benutzt den Link in der Beschreibung und dann sehen wir uns in Hero Wars. Und der Link ist auch nochmal im obersten angepinnten Kommentar. Aber gut, ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter. Wie dieser Run hier also gelaufen ist, werde ich jetzt erzählen und ich kann euch sagen, Glurak hatte einige Schwierigkeiten. Und gerade wie gesagt, der Anfang ist sehr, sehr problematisch, aber das werde ich jetzt gleich alles genau erläutern. Ihr könnt mir gerne weitere Runs vorschlagen, aber ich würde sagen, wir starten jetzt mal. Und wir beginnen natürlich auch heute mal wieder mit, da war meine Starter-Pokémon und ich habe mich dieses Mal dazu entschieden, hier meinem Rivalen ein Shiggy zu geben, damit er später ein sehr, sehr defensives Turtok haben wird, was physisch eine ganze Menge tanken kann. Es ist aber hier gar nicht mal so einfach. Ich habe lange darüber nachgedacht, ihm hier einen anderen Starter zu geben, damit er tatsächlich ein Gyarados bekommt und kein Turtok, weil das hat bereits sehr früh im Run Aplavandia Hydropumpe. Das Ding ist nur, Hydropumpe wird immer missen können, das bedeutet, der Run kann daran eigentlich nicht scheitern. Um es also so schwer wie möglich zu machen, ist das nicht unbedingt die logische Wahl und ich habe mich deswegen doch für Turtok entschieden für den Rivalen. Ich denke, das ist nachvollziehbar, denn wir wollen ja vor allem zu Beginn ein riesiges Problem haben und der Azuria City-Rivale, wenn ich so weit kommen sollte, ist halt auch ein großes Fragezeichen.
Und benannt habe ich dieses Mal mein Pokémon Damien nach einem Zuschauer. Und ihr wisst Bescheid, Freunde. Wenn ihr auch mal wollt, dass ich halt ein Pokémon nach euch benenne, dann schreibt es sehr gerne unter den obersten angepinnten Kommentar, weil da könnt ihr euch dafür bewerben und das finde ich immer sehr cool. Der erste Rivale war aber natürlich noch ziemlich simpel, weil der hat logischerweise erstmal nur ein Shiggy auf Level 5 und das ist keine allzu große Bedrohung. Ich meine ja, ich hatte hier nur Kratzer und Glut als Schadensattacken, aber Kratzer ist gar nicht mal so übel, wenn man es beispielsweise verstärken sollte über Silberblick und Glurak hat ja immerhin einen physischen Angriff von 84, der jetzt nicht so krass gering ist, also da kann man schon ein bisschen mitarbeiten. Nachdem es dann aber nach dem Kampf im Labor praktisch keine weiteren Pflichtkämpfe mehr gab, außer halt ein Käfertrainer im Vertania-Wald, musste ich jetzt sofort zu Rocco gehen und der hat einen Kleinstein auf Level 12 und einen Onix auf Level 14. Und ich bin hier angekommen auf Level 7, ohne weitere Moves gelernt zu haben. Das sieht jetzt nicht so gut aus für mich. Und meine ersten paar Versuche, die haben ungefähr so ausgesehen. Man spammt hier Glut panisch gegen Kleinstein und man sieht schon, man macht ein bisschen Damage, weil die Attacke ist zwar nicht sehr effektiv, aber die Bodengesteins-Pokémon haben einfach keine so gute Spat-Staff. Und wenn hier Kleinstein Einigler spammt, bringt das auch nichts, weil das steigert ja nur die physische Verteidigung und physisch möchte ich überhaupt nicht angreifen. Denn naja, die Attacke Kratzer würde natürlich hier nur einen KP Damage machen und großartig Silberblick-Setup würde sich ja auch nicht lohnen. Ja, trotzdem ist aber der Kampf hier natürlich eine reine Katastrophe und wenn dieses Kleinstein auch nur ein paar Mal Tackle einsetzen sollte, ist Lurak sofort besiegt. Gar keine Chance, ich bin hier sehr, sehr häufig zerschellt, ohne das starke Onix überhaupt zu Gesicht zu bekommen. Das heißt aber natürlich noch lange nicht, dass man das Onix nicht doch erreichen kann, wenn es einfach ein bisschen besser läuft. Das Allerwichtigste, was hier stellenweise passieren kann, sind Crits von Lurak. Wie gesagt, wir haben eine Init von 100 und das ist gar nicht mal so wenig. Und wenn ich gegen Kleinstein hier critten sollte, macht es relativ soliden Schaden. Und was auch passieren könnte, sind Burns. Rocco wird zwar jedes Mal Hyperheiler zünden, weil er praktisch unendlich Stück davon hat, also so viel bringt der Burn jetzt nicht. Aber in der Runde, wo er Hyperheiler zündet, mitten in der Runde, kann er keinen Angriff einsetzen. Das bedeutet, prozentual weniger Tackles, die ich dann fressen muss und das ist sehr, sehr gut für mich. Und ja, man sieht auch schon, wenn man Kleinstein mal gekillt hat, dass die AP von Glut noch relativ gut aussehen und für Onix theoretisch vielleicht reichen könnten. Dann kommt aber Onix rein und zerstört alle Hoffnungen, die man eventuell hatte. Weil dieses Onix hier würde einen unglaublich häufig komplett zerstören. Es kann beispielsweise Kreideschrei spammen und dann Tackle und dann ist man sofort verloren. Und es könnte auch jederzeit auf Geduld gehen, um den Schaden, den man hier über Glut verteilt, doppelt zurückzuhauen auf einen. Und dann, naja, ist natürlich Glurak sehr schnell besiegt. Man bekommt aber nach dem Kill von Kleinstein zwei Level-Ups, die hier ein bisschen helfen im Schaden und auch in den KP und Bulk von Glurak. Und während tatsächlich Onix hier Geduld einsetzt, kann man Heuler spammen und dessen zukünftige Tackle-Attacken zu schwächen. Und das ist ziemlich praktisch. Aber trotzdem wird man hier einfach unzählige Male zerschellen. Jetzt, meine Freunde, kommen wir aber zu dem ganz entscheidenden Punkt. Nichts, was ich eben gesagt habe, schließt die Möglichkeit des Sieges in irgendeiner Weise aus. Ja, Kreideschrei von Onix kann nerven, die Geduldschains können auch nerven und die Crit-Rate von Onix ist auch belastend, weil leider ist Onix gar nicht mal so langsam und crittet deswegen relativ häufig mit Tackle. Es sieht überhaupt nicht gut aus für Glurak. Aber nichts davon macht den Run hier undenkbar. Man kann theoretisch Kleinstein killen, ohne überhaupt Schaden zu nehmen. Es spricht absolut nichts dagegen, dass es Kleinstein hier eventuell wirklich nur Einigler spammt. Man könnte es auch stellenweise die ganze Zeit critten oder ganz viele Burns verteilen. All das ist vorstellbar. Und somit kann man Onix manchmal erreichen auf relativ gesunden KP-Werten und bekommt dann sogar noch KP dazu, wenn man die Level-Ups aufsteigt. Und wenn man dann Glück hat bei Onix, also wirklich absurdes Glück nach etlichen Tries, dann ist es plötzlich manchmal möglich, mit Glurak Onix zu besiegen. Habe ich erwähnt, dass beispielsweise Tackle von Onix ebenfalls missen kann. Das sind alles Dinge, die hier sehr, sehr praktisch für einen sind und auch Onix kann man natürlich jederzeit ein paar Mal critten mit dem guten Init-Wert von Glurak. Und wenn all das Hand in Hand geht und man eventuell sogar noch den Angriff von Onix senkt über halt ganz viele Heuler-Attacken, wenn es gerade mal wieder Geduld einsetzen möchte, dann kann man das schaffen. Dann kann Glurak pazifistisch die Bodengesteins-Arena gewinnen, obwohl es die Arena beginnt, auf Level 7, und sogar den optionalen Arena-Trainer skippen muss, um sofort zu Rocco zu kommen. Das ist halt wirklich witzig, dass es überhaupt denkbar ist. Ich hätte nicht erwartet, dass das geht, aber ja,
Wir können den Run heute spielen und Pazifismus ist hier noch lange nicht verloren. Wir kommen noch weiter. Ich denke, ich brauche aber keinem hier zu erklären, dass ein Sieg gegen Rocco hier mehrere Stunden Arbeit bedeuten kann. Wenn man Pech hat, gewinnt man sogar gar nicht. Hier ist überhaupt nichts garantiert. Man braucht einen wirklich perfekten Run. Und wenn man Rocco da mal geschafft haben sollte, dann hat man jetzt die Wahl in Azuria City zwischen dem Rivalen und Misty. Und ich habe jetzt zunächst mal Misty ausprobiert, weil ich wusste, das wird der krassere Fight sein. Und das mache ich ja normalerweise immer zuerst, um es zumindest mal im Video einzublenden. Ich wollte schauen, wie viele Chancen ich vielleicht gegen Sterndu und Stami habe von Misty, ohne jetzt die meisten Käppe vorzuziehen, die ich vorziehen könnte. Und ich habe sogar einen Lichtblick hier gehabt, und zwar die Attacke Mega Heap. Man sieht schon, Gurak macht hier gar nicht mal so wenig Schaden. Die TM kann man finden im Mondberg, pazifistisch, und das ist eine Normalattacke mit 80er Basisstärke, die kann aber leider auch missen. Und dadurch, dass Gurak hier natürlich jede Runde oder zumindest halt ziemlich häufig sehr effektiv angegriffen wird, ja, kann ich jetzt hier nicht so viel erreichen. Ich kann aber überraschenderweise relativ konstant Sterndu besiegen und bei Stami zumindest ein bisschen Damage verursachen. Wenn das aber hier Blubstrahl einsetzen sollte, dann ist Gurak natürlich extrem schnell besiegt. Also, dass ich auf diesem kleinen Level hier Misty schaffe, hatte ich ohnehin nicht erwartet. Ich wollte es halt wirklich nur mal kurz probieren. Ja, und dementsprechend muss ich jetzt zwangsläufig zum Rivalen gehen. Das ist der einzige weitere Pflichtfight, der zur Option steht. Und der Rivale hat jetzt hier insgesamt 4 Pokémon und der hat auch schon Wasserattacken auf seinem Shiggy. Der ist gar nicht mal so übel aufgestellt und der hat auch das nervige Tauboga. Und das ist hier wirklich mit Abstand das Schlimmste. Dieses Tauboga kann stellenweise Sandwirbel spammen und dann wird's einfach bitter. Wie gesagt, Mega Heap kann missen zu 10% und wenn ich dann noch beispielsweise auf -2 Genauigkeit bin, wird's einfach ein reines RNG-Fest. Ich würde hier empfehlen, stellenweise auf Glut zu gehen, um einfach ein bisschen konstanter zu treffen. Und so viel weniger Schaden macht die Attacke nicht, weil die hat ja Step. Man wird aber so oder so eine ganze Menge Schaden einstecken müssen, bereits bei Tauboga. Und dann kommt Abra, was ich nicht wehren kann, Radfratz mit Hyperzahn unter anderem und noch das gesamte Shiggy, was man irgendwie brechen muss. Dem kann man natürlich über Mega Heap recht viel Schaden machen, aber Glut ist dort gar keine Option, weswegen das Ganze sehr unkonstant wird. Und Shiggys Blubber oder Aquaknarre können sehr, sehr wehtun, vor allem wenn die Attacken kritten sollten. Die sind beide sehr effektiv und die werden auch ziemlich konstant vom Rivalen hier eingesetzt. Ich habe also unweigerlich hier diverse Male verloren. Und selbst bei meinem 6. Versuch hier, als ich irgendwann gewinnen konnte, war das Ganze immer noch ziemlich knapp. Ich meine, selbst wenn hier Tauboga mit Sandwirbel nicht so nervig ist oder die Attacke einfach nicht mettern sollte, muss man Schaden jedes Mal einplanen. Es ist so gut wie unmöglich, ohne Schaden vor Shiggy zu stehen. Man ist also vermutlich hier irgendwann im tiefen gelben Bereich oder sogar roten Bereich und betet dann, dass hier Shiggy nicht die ganze Zeit Aquaknarre spammt. Ich meine, weder Blubber noch Aquaknarre können missen, außer es ist ein Gen 1 Miss, der praktisch nie passiert. Das ist ein Glitch, der sehr selten auftritt. Ja, das Gute ist aber, selbst wenn Blubber kritten sollte, hat es nur die Stärke von Aquaknarre. Man kann also hoffen, dass Shiggy eher darauf geht. Man braucht aber hier wirklich eine ganze Menge RNG, um den Kampf gewinnen zu können. Der Rivale ist schon wirklich nicht übel in Azuria City und deswegen habe ich halt auch diesen Starter für den Rivalen gewählt. Ich wollte es im Early Game vor allem so schwer wie möglich haben. Und bei den späteren Rivalenkämpfen macht es dann eh keinen so großen Unterschied mehr, ob er jetzt Gyarados hat oder Turtok, weil die beide eine ziemliche Katastrophe sind für Glurak und einfach sehr, sehr starke Gegner. Und als ich dann die Nuggetbrücke auch noch gemacht hatte, wollte ich zwischendrin doch mal Misty probieren auf Level 21. Ich muss aber leider sagen, an dem Fight hier hat sich praktisch gar nichts geändert. Ich kann nach wie vor relativ gut Sterndu besiegen, werde aber vorgeschwächt meistens und dann kommt halt Stami rein und zerstört mich komplett. Ich kann das vielleicht noch ein, zwei Mal angreifen, aber spätestens wenn das Blubstrahl einsetzen sollte, sieht es wirklich düster aus für mich. Also die paar weiteren Level-Ups hier haben herzlich wenig gebracht. Man kann aber natürlich noch mehr vorziehen und es ist möglich, direkt zu Bill zu gehen und sich Schaufler abzuholen, um das dann gegen Misty einzusetzen. Und auf Level 23 mit Schaufler sah der Kampf hier schon ganz anders aus. Schaufler hat hier eine Basisstärke von 100, also wie Erdbeben. Die Attacke kann häufig kritten, wegen der guten Init von Glurak und ich treffe alle Pokémon von Misty hier einfach so neutral. Und manchmal kann ich auch Misty Items nutzen und dann ist es sogar möglich, Stami zu erreichen, ohne Schaden genommen zu haben. Misty ist also plötzlich gar nicht mehr so schwierig und Glurak kommt auch durch die Wasserarena relativ solide durch. Und nach diesem Kampf hier sieht es dann extrem gut aus für Glurak für eine Weile.
Ich stelle jetzt einfach mal eine große Frage in den Raum. Was sollen die nächsten paar Bossgegner gegen Glurak eigentlich machen? Es kommt zunächst mal der MSN-Rivale, der kaum besser gelevelt ist als der Rivale in Azuria City, der zwar ein paar Pokémon entwickelt, aber die bringen ihm praktisch gar nichts und mit Schaufler kann ich den einfach so first tryen, also der ist ja bei den meisten Challenge Runs keine so große Herausforderung. Und dann geht es direkt weiter mit Major Bob, von dem ich alle Pokémon outspeeden kann mit Glurak ohne Probleme, auch sein Raichu. Und all seine drei Pokémon sind One-Shot über Schaufler, die Attacke trifft sehr effektiv, mit insgesamt 200er Basisstärke. Der hat einfach überhaupt keine Chance. Und dann kommt der Explosionshiker im Felstunnel, dessen Boden Gesteins-Pokémon ich mit Schaufler ebenfalls komplett zerstören kann. Es sieht also für eine Weile sehr, sehr gut aus für Glurak. Und dann kommen wir auch schon zu einem recht kontroversen Kampf, und zwar der Rivalenkampf in der Vandia City. Und jetzt gibt es hier ein großes Problem, und zwar mal wieder die Starterwahl. Weil theoretisch hätte er ab jetzt hier einen Gyarados haben können. Hätte ich ihm hier wie gesagt Glumanda gegeben, hätte er jetzt Gyarados auf einem recht kleinen Level, aber mit Hydro-Pumpe und Dragon Rage. Es würde Dragon Rage nie einsetzen, weil Hydro-Pumpe sehr effektiv ist und selbst die Hydro-Pumpe könnte ich vermutlich überleben, weil Gyarados wäre stark unterlevelt und hat halt einfach keinen so guten Spezialangriff. Es ist eigentlich eher physisch, aber physische Wasserattacken gibt es hier nicht. Das Pokémon könnte aber niemals den Run stoppen, keine Chance. Ihr seht ja, wie leicht der Kampf ist in dieser Timeline hier, wo der Fight ein bisschen simpler ist, zumindest dieser Rivalenkampf. Und wenn Gyarados hier dazukommen würde, wäre das keine echte Hürde. Hydro-Pumpe kann jederzeit missen, wie gesagt, ich bin wahrscheinlich nicht mal One-Shot, wenn es passieren würde. Und Chillog würde ja dann auch wegfallen und er hätte nur noch Glutexo, was One-Shot wäre, über Schaufler. Also so oder so ist der Rivale in Lavandia nicht der Rede wert. Und es ist auch sehr schade, dass er dermaßen beschissen gelevelt ist. Weil so kann er natürlich keine Herausforderung sein. Er kommt aber bald nochmal wieder und dann ist er deutlich mächtiger. Bevor wir aber zum nächsten Rivalenfight kommen können, gibt es noch ein paar weitere Boss-Battles vor dem Sprung der Levelkurve und da haben wir zunächst mal Erika. Und das ist jetzt die Pflanzen-Arena-Leiterin und ich kann diesen Kampf hier mal einblenden, der ist aber natürlich nicht mega krass spektakulär. Ich meine, natürlich hat Glurak hier ein extrem gutes Matchup. Es wäre natürlich nochmal deutlich simpler gewesen, wenn Glurak hier fliegen lernen könnte, weil die VM dafür kann ich mittlerweile bekommen in Prismania City bzw. links neben der Stadt. Aber hey, Glurak kann scheinbar in Rot und Blau nicht fliegen, warum auch immer, und deswegen musste ich hier unter anderem mit Glut antreten. Das reicht aber vollkommen aus. Ich kann Pflanzenattacken vierfach resistieren, Wickel von Satzenia ist jetzt nicht so gefährlich und auch Blättertanz oder so von Giflor kann ich praktisch ignorieren. Und das Schrecklichste, was passieren könnte in der Theorie, wäre eine lange Schlafchain durch Satzenia oder Giftpuder oder so. Aber ich habe diesen Kampf hier 6 oder 7 Mal neu gestartet, um zu testen, ob Giftpuder überhaupt von der KI eingesetzt wird. Und es passiert nicht. Vermutlich, weil es eine Pflanzenattacke ist und die KI das nicht gegen Feuerflug einsetzen möchte, ist jetzt meine Einschätzung, spielt aber auch wirklich keine große Rolle. Selbst wenn ich hier vergiftet werden würde, kann Erika natürlich nichts gegen Glurak machen. Ich denke aber, dass Erika nicht unbedingt die größte Hürde wird für Glurak, wird jetzt auch wenige Zuschauer wirklich überraschen. Natürlich habe ich Erika hier bei sämtlichen Tries einfach so gefirst-tried und nicht einmal gegen sie verloren. Gerade halt seit 10 Jahren, was normalerweise sehr gefährlich sein kann, ist bei diesem Run einfach kein Problem. Es kommt aber auch noch Giovanni in der Spielhalle. Und er hat jetzt 2 Boden-Gesteins-Pokémon und sein Onix zum Beispiel hat jetzt sogar Steinwurf, was mich vierfach effektiv treffen kann. Wie ist der denn gelaufen? Tatsächlich war dieser Kampf hier relativ unterhaltsam, denn ich wurde sogar von Steinwurf getroffen von Onix, es macht aber einfach keinen Schaden. Habe ich erwähnt, dass Onix eines der schlechtesten Pokémon aller Zeiten ist? Es macht keinen Damage. Wir haben es ja eben schon gesehen bei Rocco, das ist einfach offensiv nicht so gut. Das heißt, durch Steinwurf lande ich nicht mal im gelben Bereich und ich kann diesen Kampf hier einfach so weiterführen und sogar noch komplett Rihorn und Kangama besiegen, selbst wenn hier Kangama mit Biss angreifen sollte für extrem viel Damage. Es ist einfach vollständig irrelevant. Das heißt, praktisch alle Bosskämpfe zwischen Azuria City und dem Sprung der Levelkurve waren perfekte Matchups für Glurak. Aber glaubt mir eins, Freunde, es wird jetzt nicht ewig so weitergehen, es kommen noch große Hürden auf Glurak zu, also so ist es nicht, wir haben den Run noch lange nicht abgeschlossen. Und der Rivale im Silfko-Gebäude, der ist halt wirklich ein komplett anderes Kaliber. Der hat jetzt 5 Pokémon, die sehr sehr krass gelevelt sind, im tiefen 30er Bereich und er hat jetzt auch Simsala und Turtok, die ich irgendwie mit Glurak pazifistisch besiegen muss.
Das könnte relativ knifflig werden, aber das Gute ist, Glurak hat jetzt auch mal wieder einen neuen Trick dazugelernt. Und zwar die Attacke Schlitzer. Schlitzer ist eine 70er-Base Normalattacke, auch in der ersten Generation, mit erhöhter Crit-Rate. Und das Gute ist halt, die Crit-Rate ist in der ersten Generation an die Init eines Pokémon gekoppelt. Wenn also ein schnelles Pokémon eine Attacke mit erhöhter Crit-Rate wie Schlitzer einsetzen sollte, wird es praktisch immer critten zu fast 100%. Und dann haben wir hier bei Glurak eine Basisstärke bei Schlitzer von 140. Leider ohne Step, aber es ist trotzdem besser als Schaufler oder Erdbeben theoretisch, wenn er diese Attacken nicht critten sollten. Und deswegen kann ich jetzt hier ziemlich konstanten, guten Damage machen, auf den ich mich verlassen kann. Denn ich werde praktisch nie nicht critten. Und drei Pokémon vom Rivalen hier sind auch eigentlich relativ egal. Mit Tauboss komme ich klar, das kann mich ein bisschen vorbelasten, aber normalerweise nicht besiegen, auch nur ansatzweise. Vulcano ist komplett irrelevant wegen Schaufler und gegen Owei habe ich zum Beispiel Glut. Das kann nervig sein mit Statusattacken, aber es gibt definitiv Schlimmeres und es wird häufig missplayen. Wo es aber dann bedenklich wird, ist halt bei Simsala und Turtok. Da sieht es einfach bedrohlich aus. Wenn Simsala hier richtig kämpfen sollte und auch critten sollte, was es häufig tut, ist Glurak praktisch sofort besiegt. Das kann man sich nicht leisten. Man muss also hoffen, dass es beispielsweise mit Genesung missplayt, aber da muss man immer noch an Turtok vorbei. Und das kann hier Aquaknarre einsetzen. Es hat hier Gott sei Dank noch nicht Hydro-Pumpe, aber selbst die Aquaknarre ist zu viel Damage over time und ich werde eine Weile brauchen, um Turtok zu besiegen. Und deswegen bin ich hier leider extrem häufig zerschellt, auch wenn ich seinen Panzerschutz hier outplayen kann über Schlitzer, was ja an den Verteidigungsboosts vorbeigeht. Ich bin hier trotz diesem großen Vorteil und einigen wirklich guten Versuchen diverse Male zerschellt. Dennoch gibt es aber auch hier mal wieder das Phänomen, dass mich eigentlich nichts so wirklich aufhält. Klar, Simsala kann mich stoppen und Turtok ebenfalls, aber das muss ja theoretisch nicht passieren und deswegen ist dieser Kampf hier definitiv möglich und es hat auch dann irgendwann mal funktioniert. Jetzt ist aber wieder die Frage, was wäre, wenn er hier Gyarados hätte? Naja, auch hier mal wieder wäre halt das Thema, dass Hydro-Pumpe von Gyarados jederzeit missen könnte, also das muss nicht mattern. Und ich könnte jetzt auch gegen Gyarados Schlitzer spammen für guten neutralen Schaden. Es gibt aber noch einen weiteren Grund, warum Gyarados hier den Run nicht großartig beeinflussen würde, auf den will ich aber erst später eingehen, das wird nämlich nochmal Thema werden. Wie auch immer, ich konnte diesen Run hier gewinnen, nachdem ich einige Male bei Turtok zerschellt war und ich muss leider sagen, auch wenn das Ding Panzerschutz theoretisch jede Runde spammen kann, würde es das nicht so häufig machen. Der Rivale bemerkt schon, dass Aquaknarre hier nicht übel ist gegen Glurak und wird das relativ konstant auch mal nutzen und leider auch erschreckend häufig damit critten, was richtig bitter ist, wenn man mal erfolgreich an Simsala vorbeikam ohne viel Schaden und dann an der Wasserattacke zugrunde geht. Aber immerhin ging der Rivale im Silfko-Gebäude, ohne dass ich noch weitere Kämpfe vorziehen musste, gegen beispielsweise Koga. Das war mit Glurak hier tatsächlich nicht notwendig. Und der Rest vom Silfko-Gebäude, der ist dann eigentlich vollkommen irrelevant. Es kommt noch Giovanni, also der zweite Bosskampf gegen Giovanni, der ist aber ein absoluter Witz. Der hat drei Pokémon mit Bodenschwäche dabei und mit Schaufler beispielsweise kann man den komplett pulverisieren. Und auch sein Kangama konnte mich hier in keinster Weise stoppen. Er hat nicht mal mehr irgendwelche Gesteinsattacken gegen mich gezündet, wie er zuvor mit seinem Onix. Er ist also praktisch noch leichter geworden. Und sein Kangama hatte mich dieses Mal auch nicht gecrittert. Wir kommen also direkt zu Sabrina, in halt derselben Stadt, in der Psycho-Arena. Und die ist wieder ein bisschen aufregender. Weil die hat sehr, sehr gute Psycho-Pokémon, unter anderem auch mal wieder ein Simsala. Und die können halt schon gegen Glurak hier eine ganze Menge Damage verursachen, wenn ich denn Pech haben sollte. Und deswegen ist Sabrina jedes Mal ein ernstzunehmender Gegner. Was ich direkt für diesen Kampf hier schon mal empfehlen kann, ist die Attacke Erdbeben zu lernen über eine TM im Silfko-Gebäude. Und das ist hier ein nettes Upgrade und damit gibt man tatsächlich hier Sabrina weniger Zeit, beispielsweise auf Genesung zu gehen. Wenn man sich denn für Erdbeben entscheiden sollte, weil ein Erdbeben-Crit kann ja besser sein als ein Schlitzer-Crit. Ist auf jeden Fall eine Sache, die man hier mitnehmen kann. Aber trotzdem wird man hier vermutlich einige Male verlieren. Kadabra, Pantimos und Omod werden einen für gewöhnlich ein bisschen vorschwächen und da wird man leider von Simsala outspeedet und meistens gefinished. Es greift schon recht häufig an und wird auch ziemlich oft critten und das tut dann richtig, richtig weh. Der Kampf gegen Sabrina, der ist aber natürlich ein reines RNG-Fest. Es kann hier manchmal passieren, dass man halt von den ersten drei Pokémon praktisch gar nicht vorbelastet wird. Selbst null Schaden ist durchaus jederzeit denkbar. Und sollte man hier auf einem sehr gesunden KP-Wert bei Simsala ankommen, hat man extrem gute Karten.
Und wenn sich Simsela hier für Reflektor entscheiden sollte, kann man einfach Schnitzer spammen, um den Reflektor zu umgehen, was die Siegeschance nochmal enorm erhöhen kann. Also ich muss sagen, der Psycho-Orden hat mich schon ein bisschen aufgehalten, deutlich mehr als der zweite Giovanni, es war aber wesentlich einfacher als der Kampf gegen den Rivalen im Silfco-Gebäude. Ich denke, das sieht man recht eindeutig. Und die nächsten paar Räderleiter sehen vom Matchup eigentlich auch gar nicht mal so übel aus. Ich meine, wir haben jetzt zunächst mal Koga in der Gift-Arena und dessen Gift-Pokémon können mich neutral angreifen und sein Smogmog auf Level 43 hat ja sogar Finale, also das Ding kann sich sprengen gegen Glurak. Auf der anderen Seite habe ich aber Erdbeben, um all seine Pokémon sehr effektiv zu treffen und das ist halt schon ein großes Gegenargument, gegen was Koga nicht so viel tun kann. Ich meine, wenn ich hier mit Erdbeben angreife, habe ich 100 Grundschaden, es ist sehr effektiv, also sind wir bei 200 und wenn Erdbeben kritten sollte, sind wir schon bei 400. Und da wird selbst für Pokémon wie beispielsweise Slymog oder Smogmog schon sehr, sehr bedrohlich. Ich meine, die Smogons sind vollständig irrelevant, ihr seht's ja hier, die können mir relativ wenig entgegensetzen. Und selbst wenn ich hier Slymog und Smogmog dazu entscheiden sollten, aktiv gegen mich vorzugehen und sich vielleicht sogar zu sprengen, also Smogmog könnte ja sein Finale auslösen, hat Glurak immer noch die Chance, hier einfach zu gewinnen. Weil der Bulk von Glurak hat hier ausgereicht, um an die Sprengung auch noch zu überleben im roten Bereich. Und es war ja eigentlich schon das Worst-Case-Szenario, also Koga konnte mir hier sehr, sehr wenig entgegensetzen. Der Kampf war ein sofortiger First-Try, obwohl ich nicht mal gutes RNG bekommen habe. Es wäre hier durchaus auch stellenweise möglich, Koga zu besiegen, praktisch ohne Schaden zu nehmen. Es ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Zumal Koga auch sehr, sehr gerne beispielsweise einfach Items spammen kann, wie X-Angriff, die nicht zwangsläufig zu irgendwas führen müssen. Die KI macht sehr gerne Misplays mit Items, vor allem in der ersten Generation, aber auch stellenweise in neueren Pokémon-Spielen. Und danach geht's weiter auf der Zinnoberinsel mit dem Kampf gegen Pyro. Und diesen Kampf hier muss ich nicht mal durchsprechen, ich meine ganz im Ernst. Feuerattacken könnte ich resistieren, von daher wird Pyro die praktisch niemals einsetzen. Und so Sachen wie Stampfer von Galoppa oder Bodycheck von Akami sind einfach nicht so bedrohlich. Und auch dessen Pokémon kann ich allesamt mit Erdbeben sehr effektiv treffen, mit einer extrem starken Basisstärke. Da brauche ich nicht mal Schlitzer. Und dann kommt auch schon Giovanni in der Bodenarena und das ist jetzt der letzte Orden. Und Giovanni hat ja auch mal wieder kein so tolles Matchup gegen mich. Ich meine, er hat eigentlich zwei Gesteins-Pokémon mit dabei, und zwar Rihorn und Rizeros, aber die haben einfach keine Gesteinsattacken und generell hat Giovanni furchtbare Movesets. Ich meine, schaut euch mal diesen Kampf hier an. Ich kann hier einfach so praktisch jede Runde Erdbeben spammen und ich werde sowohl Rihorn als auch Nidoqueen, Nidoking und Rizeros damit sehr effektiv treffen. Das einzige Pokémon, was Erdbeben neutral wegstecken könnte, ist Dictree. Und das hat absolut gar keine Chance gegen Schlitzer, weil es einfach praktisch gar keine Verteidigungswerte hat. Und so relativ starke Pokémon wie Nidoqueen, Nidoking oder auch Rizeros machen herzlich wenig gegen Glurak, wenn die einfach furchtbare Movesets haben. Das Schlimmste, was ich hier abbekommen kann, ist Body Slam oder so von Nidoqueen und selbst das hält sich wirklich in Grenzen. Unser Pokémon Rizeros beispielsweise missplayen häufig einfach komplett. Auch dieser Orden hier war ein sofortiger First Try. Ihr merkt schon die Richtung, in die das gerade geht, es ist ziemlich unterhaltsam. Entweder kommt Glurak fast gar nicht weiter oder er First Tried alles. Es ist ein ziemlich besonderer Run, aber er ist ja auch noch nicht zu Ende, es kommt noch die gesamte Pokémon-Liga und noch ein weiterer Kampf gegen den Rivalen vor der Siegestraße und zu diesem relativ schwierigen Bosskampf kommen wir jetzt. Und das hier ist jetzt der Punkt, wo das Turtok vom Rivalen sehr viel besser wird und endlich Hydro-Pumpe dazulernt, was diesen gesamten Fight hier sehr, sehr viel härter macht und er hat jetzt sogar 6 Pokémon am Start. Und später in der Pokémon-Liga wird er Turtok haben auf Level 65. Jetzt gerade geht es noch so halbwegs, aber das Ganze wird noch krass eskalieren und es gibt nicht mehr viele Pflichtkämpfe in diesem Run hier. Ich werde jetzt mal diesen Fight hier etwas verkürzt darstellen, beziehungsweise nicht auf ganz viele Niederlagen eingehen, weil man, denke ich, schon sehr, sehr klar sehen kann, wo hier die Probleme liegen. Die ersten 4 Pokémon sind mir relativ egal. Tauboss kann mir hier auch mal wieder nicht so viel entgegensetzen, Rion hat mal wieder Schwäche gegen Erdbeben, ist also jetzt auch nicht gerade die Wucht und hat ebenfalls ein ziemlich beschissenes Moveset, so wie die meisten Bodengesteins-Pokémon bei diesem Run. Ja, und Vokano stirbt wieder im Erdbeben, während Owei keine Chance hat gegen Flammenwurf. Und wenn man dann die 4 Kills gemacht hat, kommen die beiden Big Hitter, und zwar Simsela und Turtok. Wenn sich Simsela dazu entscheiden sollte zu kämpfen, hat man praktisch sofort verloren.
Das Ding wird ständig critten, macht unfassbar viel Damage und man braucht da einfach gutes RNG. Und selbst wenn man diese Simsala besiegen sollte, hat man noch lange nicht gewonnen. Man muss dann komplett noch Turtok brechen, über Schlitzer spammen, während das jede Runde theoretisch Hydro Pump spammen kann, um mich fast zu one-shotten, selbst wenn ich fast volle Leben habe. Ihr seht hier einen Try, wo ich siegen konnte, wo ich von Hydro-Pumpe sogar getroffen wurde, aber ich bin da im sehr, sehr tiefen roten Bereich gelandet. Und es war schon ein sehr, sehr heftiger Try. Später in der Liga allerdings, wenn Turtok hier auf Level 65 sein sollte, kann ich keine Hydro-Pumps mehr überleben, da gibt's gar keine Chance mehr und keine Diskussion, also das kann ich mir dann nicht mehr erlauben. Wie auch immer, ich habe hier etliche Male gegen den Rivalen verloren, das war ein sehr, sehr heftiges Boss-Battle. Ich konnte aber irgendwann bei diesem Fight hier siegen. Und hätte er hier Gyarados gehabt, wäre der Kampf praktisch identisch abgelaufen, nur dass sein Glurak dann hier keine große Rolle gespielt hätte, beziehungsweise keine allzu große Rolle. Ja, und damit konnte ich jetzt aufbrechen zur Pokémon-Liga und dort antreten gegen die restlichen Trainer, deren Levelkurve jetzt krass eskalieren wird. Und man muss sich halt mal an dem Punkt jetzt überlegen, wo ich eigentlich stehe. Ich bin auf Level 47 und muss jetzt gleich gegen Lorelei und Co. antreten und Loreleis erstes Pokémon ist bereits auf 54. Wir haben nur noch 5 weitere Pflichtkämpfe und ich kann praktisch gar nicht mehr leveln. Und ja, Lorelei ist eine Wassereistrainerin, die mich stellenweise sehr effektiv treffen kann. Und habe ich erwähnt, dass Glurak hier in der ersten Generation sogar eine Eisschwäche hat, weil der Feuertyp noch nicht Eis resistieren konnte? Ja, damit muss ich jetzt auch klarkommen und irgendwie diesen Kampf gewinnen, um weiterspielen zu können. Meine ersten paar Versuche gegen Lorelei, die haben ungefähr so ausgesehen. Ich habe hier Yugong vollgespammt mit Flammenwurf, aber konnte das bestenfalls reshotten, selbst wenn ich hier einen Crit mit dabei hatte. Und ein einzelner Aurora Beam hat Glurak hier ziemlich hart vernichtet. Ich wurde direkt hier in den gelben Bereich gedrängt und ich wusste, viel mehr werde ich nicht aushalten. Man kann zwar Yugong dann noch relativ gut besiegen, halbwegs konstant, weil es ständig missplayen wird, mit beispielsweise Heuler, aber nach dem Yugong geht's dann einfach weiter mit Austoss und auch das werde ich nicht vernünftig one-shotten können, zumindest nicht konstant. Und das spammt Schnapper oder wieder Aurora Beam und Glurak ist einfach besiegt. Das sieht aus wie eine ziemliche Katastrophe. Nun kann man dem Ganzen aber noch zugutehalten, dass es noch eine etwas bessere Feuerattacke für Glurak gibt, und zwar Feuersturm, und die TM dafür haben wir bekommen von Pyro, also die hatte ich schon. Und die hat 120er Basisstärke, die kann aber leider auch missen, also die ist etwas unkonstanter. Damit ist es aber möglich hier, Yugong zu two-shotten mit einem Crit und Austoss zu one-shotten ebenfalls mit einem Crit, was den Fight hier ein bisschen konstanter macht. Wenn ich aber hier von Konstanz rede, dann meine ich noch lange nicht, dass man häufig das dritte Pokémon sehen wird. Man wird einfach ständig zerschellen, nach wie vor an Yugong und Austoss, auch mit der guten Crit-Rate von Glurak. Und selbst wenn man das dritte Pokémon sehen sollte, dann ist das Lamus, was Aquaknarre theoretisch jede Runde einsetzen kann und es hat extrem viel Bulk und ich kann es nicht neutral angreifen mit Feuersturm. Ich muss also hier Schlitzer spammen und hoffen, dass es beispielsweise seine Verteidigungswerte erhöht, was mir ja egal ist. Und dann muss ich warten, bis ich Lamus irgendwann gekillt habe. Während theoretisch Lorelei jederzeit Tränke spammen kann, um Lamus wieder voll zu healen. Es ist einfach richtig, richtig schlimm und dadurch, dass ich bereits vorgeschwächt bin durch Yugong normalerweise, ja, kann ich mir nicht viele Aquaknarren von Lamus erlauben. Und danach kommt dann Rossana, was mich one-shottet über Ice Beam, was es immer einsetzen wird. Und das ist nur Range Kill über Feuersturm und selbst wenn ich das noch irgendwie schaffen sollte, kommt als letztes Pokémon ihr Ace, also ihr Lapras, mit Hydro-Pumpe und Blizzard, mit 90er Genauigkeit wegen Gen 1. Das Ding ist ein absolutes Monster und wird hier Glurak praktisch jedes Mal besiegen, wenn ich es irgendwie schaffen sollte, das Pokémon überhaupt zu erreichen, was nur extrem selten überhaupt der Fall ist. Lorelei ist also ein absolutes Horror-Matchup. Und an dem Punkt hatte ich jetzt eigentlich nur noch 3 Optionen, und zwar konnte ich entweder weiter das Ganze probieren mit der Strat, was ich auch getan habe, oder ich hätte beispielsweise im Silfko-Gebäude mir Schwertanz holen können, eine TM, die Glurak lernen kann, plus halt Hyper Beam aus der Spielhalle. Und Hyper Beam muss nicht aussetzen in Gen 1, wenn man Kills macht, also das ist richtig broken, und ja, Hyper Beam ist in Gen 1 auch physisch. Damit kann ich gefühlt alles umbringen, selbst wenn es mich resistieren würde oder überlevelt wäre. Und ja, das ist ziemlich broken. Ich wollte es aber meiden, weil es halt ein bisschen lame wäre und ich versuche ja normalerweise Kämpfe zu schaffen, ohne mich zu boosten, vor allem ohne Badge Boosts.
Und was auch denkbar gewesen wäre, wäre Mimikry für den Amnesie-Diebstahl gegen Lamus. Da muss ich aber sagen, Amnesie zu setupen gegen Lamus bzw. auch zu stehlen, ist dermaßen unkonstant, dass das normale Grinden ohne Mimikry wahrscheinlich ungefähr genauso gut ist. Also es ist sehr fragwürdig, ob sich das lohnen würde. Zumal man ja Lamus immer extrem vorgeschwächt nur erreicht und Erholung kann man nicht bekommen, weil es auf der Pazifismus-Route nicht erhältlich ist. Wie auch immer, ich habe nach etlichen Tries, wo ich das Ganze halt ohne Schwertanz und Mimikry probiert habe, irgendwann gewinnen können, weil ich absolut absurdes RNG hatte und selbst Lapras besiegen konnte. Das war unglaublich unwahrscheinlich und ich war kurz davor, doch zu Schwertanz zu greifen. Ich wollte aber probieren, zumindest noch ein bisschen weiterzukommen ohne Schwertanz, weil ich es bisher vermeiden konnte. Und das fand ich schon eigentlich ganz cool. Und das Witzige ist halt, wenn man Lorelei besiegen sollte, dann ist Bono danach komplett geschenkt. Ich meine, der hat zwei Onyxe, die theoretisch gefährlich werden könnten, aber ihr wisst ja, die haben furchtbare Angriffswerte. Und ich habe Erdbeben-Spam, sehr effektiv und muss mir eigentlich keine Gedanken machen, auch wenn die ein bisschen was aushalten. Und die Kampf-Pokémon von Bruno sind einfach furchtbar. Sowohl Nocturne als auch Kikli kann Glurak hier einfach so one-shotten, obwohl es unterlevelt ist, ohne dass man kritten muss. Und Machomai ist Two-Shot gegen Feuersturm. Zudem haben alle Pokémon von Bruno gar keine so krasse Init, also ich kann jedes Mon outspeeden. Und vor allem Machomai weigert sich sogar zu kämpfen. Es hat ein dermaßen beschissenes Moveset, also Steinhagel oder so, wird es niemals gegen mich einsetzen können. Und dementsprechend ist dieser Fight hier ein sofortiger First Try gewesen. Es ist schon witzig, immer bei Bruno zu stehen bei Pazifismus-Runs, weil eigentlich müsste man unterlegen sein, wenn man so schlecht gelevelt ist, aber Bruno ist dermaßen schlecht, dass ich sehr, sehr selten hier verliere. Und Glurak hatte hier ein sehr leichtes Spiel. Danach geht's aber weiter mit Agathe und die ist wieder deutlich schwieriger. Das Gute ist, Gengar und Apollo haben hier noch keine Fähigkeiten, das bedeutet, die haben keine Schwebe und ich kann die sehr effektiv angreifen über Erdbeben. Das ist richtig gut, zumal die gar keine so krasse physische Verteidigung haben, also da kann man schon sehr, sehr viel Damage raushauen mit Glurak. Aber leider hat dann einfach Agathe sehr, sehr anstrengende Statusattacken, beispielsweise natürlich Hypnose, Into Traumfresser, aber auch Verwirrung mit ihrem Golbat. Was immun ist gegen Erdbeben, also das kann ich bestenfalls neutral angreifen. Aber gut, mit zwei Gengars, einmal Apollo und Arbok, habe ich immerhin vier Pokémon, die ich sehr effektiv attackieren kann. Und man sollte auch für gewöhnlich hier nach einer Weile gewinnen. Ich habe einige Male verloren, beispielsweise wegen langen Schlafchains und so, aber das ist jetzt nicht ultra wahrscheinlich, weil Agathe macht auch häufig mal Misplays. Wir sind halt immer noch in der ersten Generation. Sie kann auch beispielsweise einen verwirren über Golbat und dann die Verwirrung wieder entfernen über Dunkelnebel. Ich habe schon alles bei Agathe gesehen. Wie auch immer, nachdem man diesen Kampf hier dann gewonnen hat, wird es richtig schwierig, weil die letzten beiden Kämpfe sind nochmal auf einem anderen Level von Schwierigkeit. Was man aber auch nicht vergessen darf, noch bei Agathe, ist Nachtnebel, weil es macht guten Fixschaden und auch der kann sich heftig summieren, wenn man hier 5 Kills machen soll, weil Glurak wird eine Weile brauchen, um Agathes Team zu besiegen, vor allem wenn es beispielsweise für eine Weile verwirrt sein sollte oder einfach schlafen sollte. Aber wie lief denn jetzt Siegfried? Naja Leute, es läuft ungefähr so, wie man das erwarten würde. Man greift einmal an über Schlitzer, dann macht Gyarados die Hydropumpe und man ist einfach so One-Shot ohne Crit. Man hat einfach überhaupt gar keine Chance. Ich hatte stellenweise Versuche gegen Siegfried, die waren wirklich ziemlich gut und auch sehr, sehr absurd. In meinem besten Try hatte Gyarados zweimal gemisst über Hyper Beam und ich habe es besiegen können. Und dann habe ich noch irgendwie halbwegs skimpflich die beiden Dragoniers besiegt, weil die sind jetzt nicht die besten Pokémon. Das Schlimmste, was sie tun können, ist Drachenwut für 40 Fixschaden oder halt Hyperbeam-Crit oder so, was es aber nicht so wahrscheinlich ist. Ja, aber selbst wenn man die drei Kills noch hinbekommen sollte, wird Siegfried irgendwann sein Aerodactyl einwechseln und das ist ein Bodengesteins-Pokémon, was all meine Moves resistiert. Und es kann mich angreifen beispielsweise mal wieder über Hyperbeam. Und das tut einfach weh. Es kann sogar Superschall machen, um mich zu verwirren. Und selbst wenn ich irgendwie absurderweise Aerodactyl besiegen könnte, würde Siegfried hier einfach Dragoran einwechseln. Und auch das hat Hyperbeam. Und um das zu besiegen, würde Glurak hier mal wieder eine ganze Weile brauchen. Wie gesagt, ich hatte wirklich absurde Versuche. Aber ich denke, an dem Punkt ist klar, Siegfried ist nochmal viel, viel lächerlicher als der Kampf gegen Lorelei, der ja sowieso schon praktisch ungewinnbar war, ohne die Schwertanzstrategie. Ich meine, es ist echt ein bisschen traurig nach dem heftigen Lorelei-Try, den ich hatte, wo ich es echt geschafft hatte ohne Schwertanz, dass ich hier Schwertanz bei Siegfried doch noch benutzen muss.
Aber das ist halt wirklich langsam nur noch absurd. Ich bin lächerlich unterlevelt, habe grausame Matchups und es gibt gar keine andere Chance praktisch. Außer man würde hier absolutes Götter-RNG haben, dann ist aber praktisch alles möglich, was man sich vorstellen kann. Es wäre hier noch denkbar, von Gyarados mit Mimikry irgendwie Hydro Pump zu klauen. Das wäre vielleicht noch vorstellbar gewesen gegen Aerodactyl, aber dann bräuchte man mindestens 3 Misses von Gyarados in a row, um das überhaupt mal besiegen zu können, damit man einen Try starten kann. Und Dragoran könnte man damit auch nicht outen, also selbst das wäre eine furchtbare Strategie. Aber hier kommen wir jetzt endlich zu dem Punkt, den ich bereits angesprochen hatte. Was wäre, wenn der Rivale Gyarados hätte im Silfko-Gebäude? Es ist egal. Ab dem Silfko-Gebäude hast du Schwertanz und kannst damit Gyarados definitiv besiegen, auch wenn du ansonsten verzweifeln solltest, was nicht der Fall ist, weil, wie gesagt, damit wäre ich vollkommen klargekommen. Das ist an dem Punkt, denke ich, kein Wunder. Ich meine, Lorelei habe ich auch geschafft und das ist wesentlich schlimmer. Naja, für Siegfried habe ich hier auf jeden Fall Schwertanz gebraucht, aber ich habe mir jetzt gesagt, okay, ich werde den finalen Rivalen noch probieren, ohne Schwertanz, um das vielleicht noch hinzubekommen. Der letzte Rivale ist jetzt aber wirklich heftig, weil der hat 6 Pokémon an der Zahl, er hat wieder sein Simsala, er hat sein Turtok mittlerweile auf Level 65 trainiert und da muss ich jetzt irgendwie durchkommen im tiefen 50er Bereich. Das ist kein angenehmes Matchup, obwohl das Schlimmste, was man sich vorstellen könnte nach Siegfried, der uns ja eben komplett zerstört hat, aber da muss ich jetzt auch noch irgendwie durch. Und das Nervigste an diesem gesamten Kampf hier, wenn man das ohne Schwertanz probieren sollte, ist definitiv Simsala. Aber selbst mit Hyper Beam ist es ohne Crit nicht One-Shot und es wird ständig Tries beenden, ohne dass man irgendwas dagegen machen kann. Und es ist hier direkt das zweite Pokémon, also es kommt einfach die ganze Zeit und wo man einfach nur einen Try haben möchte, gegen Turtok. Das Schöne ist jetzt aber, Leute, ich habe tatsächlich eine Siegestrategie gegen den Rivalen gefunden mit Glurak ohne Schwertanz, die halbwegs konstant ist. Und zwar ist Folgendes möglich. Wenn man Simsala erfolgreich besiegen sollte, über beispielsweise einen Crit, kann man gegen Rizeros vom Rivalen einfach Feuersturm spammen, um die Erdbeben-AP zu schonen von Glurak, weil die werden später noch wichtig werden. Und wenn man dieses Rizeros, was ich praktisch gar nicht wehren kann, außer halt beispielsweise über Furienschlag, dann irgendwann besiegt hat, kommt Arcani rein, was man two-shottet über Erdbeben für gewöhnlich und das ist jetzt keine mega große Bedrohung. Und dann wird der Rivale hier vor seinem Turtok Kokobai einwechseln. Und Kokobais Hypnose kann man kopieren über Mimikry, um ein perfektes Out zu haben gegen Turtok. Und hier kommt jetzt mal wieder die Schlafmechanik von Gen 1 zum Tragen. Es gibt eine Aufwachrunde. Wenn du aufwachen solltest in Gen 1, darfst du nicht sofort angreifen, nein, du musst nochmal aussetzen. Wenn ich also mit Glurak hier schneller bin als sein Turtok, kann ich jedes Mal Hypnose spammen, wenn er aufwacht und er wird nie wieder zum Angreifen kommen. Dass er hier Blizzard und Hydro Pump im letzten Kampf spammen kann, ist mir vollkommen egal. Wenn ich nämlich Glück haben sollte über Hypnose, was jetzt nicht so unwahrscheinlich ist, dann ist dieser Fight hier recht gut gewinnbar, dank Mimikry. Das ist die eine Sache, die ich hier noch rausholen konnte, aber wie gesagt, gegen Siegfried hätte das praktisch gar nichts gebracht, von daher wäre das dort nicht wirklich eine Option gewesen. Ja, und ich greife natürlich an mit Erdbeben gegen Turtok, weil das hier meine beste Option war. Schlitzer hatte ich nicht mehr im Moveset und Hyper Beam müsste halt aussetzen, das ist nicht so toll. Deswegen wollte ich halt gegen Rizeros die Erdbeben-AP schonen. Und man kann hier auch generell einige AP erhöhen über AP-Plus-Items, die man an dem Punkt zahlreich bereits besitzen sollte. Das ist kein Thema, die kann man auch pazifistisch einfach so mitnehmen. Aber damit können wir auf jeden Fall festhalten, es ist möglich, nur mit einem Glurak pazifistisch die gesamte erste Generation durchzuspielen. Und das ist schon echt krass. Ich hätte nicht erwartet, dass das geht. Ich dachte, dass Rocco einfach undenkbar wäre und habe deswegen den Run hier über Jahre verworfen. Ich meine, wie lange gibt es meinen Kanal jetzt schon? Ich wollte Glurak quasi schon seit Tag 1 machen, aber es kam nie dazu, weil ich dachte, es ist nicht denkbar. Turtok und Bisasflor habe ich ja längst gebracht, aber Glurak habe ich immer weiter vor mir hergeschoben und jetzt habe ich es doch mal ausprobiert und es hat sogar funktioniert. Sogar fast ohne Schwertanz außerhalb bei Siegfried und selbst das wäre mathematisch durchaus denkbar. Also auch den könnte man ohne Schwertanz sogar hinbekommen, wenn man Gottes-RNG hätte. Wirklich cooler Run, muss ich sagen, und gerade, dass ich Rocco hier mit Glurak besiegt habe, eröffnet neue Möglichkeiten. Ich denke, ganz andere Pokémon könnten es doch dann auch mal ausprobieren, oder? Vielleicht sogar noch ein bisschen schwächere als Glurak oder welche mit noch etwas schlechteren Matchups.
Aber dazu später mehr in kommenden Videos. Denkt auch bitte an Twitch, wo ich regelmäßig live streame und solche Runs hier auch live übertrage für euch. Also ihr könnt immer selbst zuschauen dabei, wie ich solche Runs erspiele. Und denkt natürlich auch bitte an den Sponsor der heutigen Folge, und zwar Hero Wars. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung und natürlich im obersten angepinnten Kommentar. Also schaut da gerne mal vorbei. Und da würde ich sagen, Leute, sehen wir uns bei kommenden Videos. Ich habe noch einiges geplant und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns dort. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh!-Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.